bitte nach dem Änderungsantrag zur Gesamtabstimmung. So, dann würde ich sagen, hat jetzt Bettina für den Landesvorstand das Wort und stellt uns den Antrag gegen Rassismus in Berlin vor. Dankeschön, Renate. Liebe Freundinnen und Freunde, lieber Saftacina, zunächst trotz allem die gute Nachricht, und ich bin dankbar, das feststellen zu können. In den letzten Wochen und Monaten haben sich in Berlin so viele Menschen wie noch nie für Vielfalt, gegen Hass, gegen Rassismus und Diskriminierung eingesetzt, indem sie gegen Islamfeindlichkeit auf die Straße gegangen sind. In allen Bezirken gibt es Initiativen und Bündnisse, die geflüchtete Menschen unterstützen. Am heutigen Internationalen Tag gegen Rassismus zeigen wir uns solidarisch mit allen, die sich gegen Rassismus engagieren. Dafür braucht es eine aktive und entschlossene Zivilgesellschaft. Die wollen wir unterstützen und stärken, und die gibt es in Berlin. Aber womit haben wir es bei Bergida, Pegida und Co. eigentlich zu tun? Islamfeindschaft ist unseres Erachtens nur das neue Gewand des Rassismus. Und man kann gleich dazu sagen, die alten Gewänder hat der Rassismus deswegen nicht abgelegt. Die alten Feindbilder werden selbstverständlich weitergepflegt. Auch in Berlin wird inzwischen gegen eine angebliche Islamisierung des Abendlandes demonstriert und werden Muslime gehetzt. Wir von Bündnis 90 Die Grünen zeigen eine klare Kante gegen Islamfeindlichkeit und Rassismus, genauso wie gegen den Hass gegen Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle oder gegen behinderte Menschen. Wir stehen auf der Seite der Geflüchteten und der Migrantinnen, denen dieser unverhohlen demonstrierte Rassismus auf Berlins Straßen Angst macht. Und diese Angst ist es vor allem, die uns umtreibt, liebe Freundinnen und Freunde. Ich sage auch dazu, und dann komme ich zum schwierigeren Part, ja, wir sind bereit zum Gespräch mit Menschen, auch mit Menschen, die nicht unsere Ansichten vertreten. Aber wir treten dabei offen und unmissverständlich für eine plurale Gesellschaft ein und für unsere Grundwerte. Dieser Dialog endet dort, wo Menschenrechte, Freiheit und Menschenwürde negiert werden. Gerade nach den Attentaten auf das Pariser Satire-Magazin Charlie Hebdo und den anschließenden Attentat in Kopenhagen sagen wir auch, Religionskritik ist ein legitimer Ausdruck der Meinungsfreiheit. Muslime müssen, genauso wie Christinnen und Christen oder die Angehörigen anderer Religionen, damit leben, dass ihre Religion kritisiert und sogar verspottet wird. Das sind die Zumutungen einer freien Gesellschaft. Aber eine pauschale Ablehnung des Islam und Hetze gegen die Muslime hat nichts mit einer ernsthaften Auseinandersetzung zu tun, wie es Religion, das ist genau der Unterschied zwischen Hetze und Religionskritik, liebe Freundinnen und Freunde. Solchen pauschalen Diffamierungen und Verdächtigungen muss niemand dulden, denn sie bedrohen das friedliche Zusammenleben einer freien Gesellschaft. Was wir allerdings bei diesen Demonstrationen der vergangenen Wochen im Kern erleben, hat mit dem Islam meiner Schätzung nach gar nicht so viel zu tun. Denn der Islam ist für die Organisatoren der Demos nur die perfekte Projektionsfläche für Ressentiments. Im Kern erleben wir etwas anderes, nämlich eine Abwendung von der Demokratie, ein Ressentiment gegen das System und gegen die da oben, die wir nicht ignorieren dürfen, weil das brandgefährlich ist. Denn die Demokratie und eine offene Gesellschaft selbst sind zum Feindbild geworden. Und es ist paradox, aber in dieser Ablehnung treffen sich die Demonstranten von Pegida und Co. mit den radikalen Islamisten, die mit ihren Attentaten in Paris auch ganz gezielt gegen die Grundwerte einer freien Gesellschaft geschossen haben. Wir Bündnisgrünen, das müssen wir uns auch klar machen, wir verkörpern für viele dieser Demonstranten genau das, was sie verachten und ablehnen. Und dennoch müssen auch wir den Versuch unternehmen, diese Menschen für die Demokratie zurückzugewinnen. Und zwar, weil die Demokratie einfach zu kostbar ist, um sie von rechten Agitatoren und rechtspopulistischen Parteien wie der AfD verächtlich machen zu lassen. Ein solcher Versuch gelingt allerdings ganz sicher nicht, wenn man, darauf hat auch Saftacina schon hingewiesen, wenn man angesichts von menschenfeindlichen Parolen von den berechtigten Sorgen einer bedrohten Mittelschicht spricht. Wer so etwas tut, der legitimiert Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Aber über die soziale Verunsicherung, die Angst vor Abstieg und dem Gefühl, nicht gesehen zu werden, darüber können und müssen wir sogar reden.
Seit Monaten gehen in Berlin vermeintliche Bürgerinitiativen in Pankow, Köpenick, Marzahn und anderswo auf die Straßen, um Stimmung gegen Geflüchtete zu machen. Auch diese Aktionen werden hier von der rechtsextremen Szene mitgesteuert und organisiert. Die Geflüchteten sind ebenfalls Projektionsfläche. Sie werden für soziale Probleme, für fehlende Schul- und Kita-Plätze, für Wohnungsnot, für falsche Planungen und fehlende Informationen verantwortlich gemacht. Wir kritisieren scharf, dass der Senat durch seine mangelhafte Informationspolitik, durch Alleingänge und falsche Entscheidungen vor Ort bei der Unterbringung von Geflüchteten diesen Unmut auch noch weiter schürt, der sich dann an den Geflüchteten auslässt. Flüchtlingspolitik muss endlich Chefsache werden. Und an der Stelle sage ich auch mal zum regierenden Bürgermeister, es geht nicht an, dass er weiter nur dabei zusieht, wie die Senatoren einander gegenseitig und mit einer gewissen Häme beim Scheitern zuschauen, liebe Freundinnen und Freunde. Unsere Fraktion hat einen Flüchtlingsgipfel gefordert. Wir fordern den, soll es nennen, wie es will, aber Hauptsache, diese Dinge werden endlich gemeinsam angegangen von Senat, von Bezirken, von Zivilgesellschaft. Und wir werden uns sehr gerne konstruktiv an einem solchen Prozess beteiligen. Was wir noch brauchen, ist endlich ein modernes Einwanderungsgesetz, das die Zuwanderung von Fachkräften vereinfacht, das Asylbewerberinnen schneller in den Arbeitsmarkt integriert und auch in das Bildungssystem und das in allen Bereichen der Gesellschaft eine Willkommenskultur etabliert. Denn Berlin ist eine Einwanderungsstadt und war das schon immer. Das blenden die selbsternannten Retter des Abendlands ganz gerne aus. Berlin verdankt seine Attraktivität vor allem seiner Weltoffenheit und Vielfalt. Die Menschen, die hierher kommen, bereichern Berlin und sie bringen Potenziale mit. Und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, Menschen, die nach Berlin kommen, einen guten Start zu ermöglichen, unabhängig davon, ob sie geflüchtet sind, ob sie aus beruflichen Gründen oder wegen ihrer Familie eingewandert sind. Wir danken allen lokalen Initiativen, die Geflüchtete unterstützen, ihnen beim Deutschlernen helfen oder sie bei Behördengängen begleiten. Wir danken allen, alle, die gegen rassistische, anti-islamische oder antisemitische Hetze auf die Straßen gehen oder gemeinsam Tandem fahren, wie das Berliner Rabbiner und Imame heute vorhaben. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte an dieser Stelle und zum Abschluss einmal auch ausdrücklich unseren grünen Aktiven vor Ort danken, die nämlich in allen Bezirken Berlins rund um alle neu entstandenen Flüchtlingsunterkünfte aktiv sind und dabei immer wieder auch Aufgaben erfüllen, für die eigentlich verdammt nochmal der Senat und die Verwaltung zuständig wären. Die Geflüchteten brauchen euch, liebe Freundinnen und Freunde, aber auch diese Stadt braucht eure Arbeit, denn ohne euch wäre Berlin nicht so weltoffen, wie es sich gerne zeigt. Vielen Dank.